Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir haben immer noch den 12.03.2023 und wir sind immer noch dabei, Isobel Veloises dritte persönliche Quest zu erledigen, die da heißt Die Bitte einer Mutter. Isobel wurde gebeten, nach Castel Navir zurückzukehren, um mit Großkontor Jovell, Aurelias Mutter, zu sprechen. Laut Nilsmon hat Aurelia Gonfalon mit Kapitän Marso verlassen, dem mit Isobel befreundeten Handelskapitän, den wir auf Stroßem Kai getroffen hatten. Wir müssen herausfinden, wohin sein Schiff fuhr. Vielleicht weiß einer der Expedienten etwas. Ich weiß immer noch nicht, was ein Expedient ist. Also Nilsmon ist in Aurelia verknallt und versucht, Gedichte zu schreiben, hält sich offenbar für einen Dichter und für einen Ritter, also für einen dichtenden Ritter, aber seine Dichter Kunst lässt sehr zu wünschen übrig, hat ungefähr Zweitklässler-Niveau, wenn ich das mal so sagen darf. Das Zeug reimt sich zum Teil nicht mal und wenn sich's reimt, dann ergibt der Satz irgendwie keinen Sinn. Aber gut, lassen wir das. Wir versuchen, Aurelia zu finden und Isobels dritte persönliche Aufgabe zu lösen und Aurelias Mutter, Großkontur Jovell zu helfen. Den Dialog haben wir in der letzten Folge schon am Ende gehört. Ich werde ihn nochmal wiederholen, damit die Information hier drin ist. Ei, was kann ich für euch tun? Wollt ihr ein Frachtschiff anheuern? Eigentlich würden wir gerne das Ziel eines Schiffs erfragen. Sein Kapitän heißt Marso. Nun, das ist keine Information, die ich einfach so herausgeben kann. Warum sucht ihr nach Marso? Wir hatten noch nie Schwierigkeiten mit dem Handelshaus Veloise. Und Marso ist einer von den Guten. Möglicherweise ist eine Freundin von uns bei ihm auf dem Schiff. Ihre Familie macht sich Sorgen um sie. Oh, ein verlorenes Lamm. Das rührt mich zu Tränen. Wisst ihr was? Wir machen es so. Ihr helft mir bei meinem Problem, dann verrate ich euch, wohin euer kleines Lamm gefahren ist. Was meint ihr? Ich könnte die Sache jetzt abkürzen, indem ich jetzt Option 2 nehme und 347 Gold bezahle. Aber das will ich gar nicht. Ich will die ganze Geschichte zeigen. Also klingt fair. Wie sieht euer Problem aus? Ein betrügerischer, nutzloser Horkersohn namens Hals hat ein paar Flaschen Wein gestohlen, die ich für einen Kunden besorgt habe. Als ich ihn zur Rede stellte, meinte er, Khajiit hat nichts gestohlen. Miese alte Katze. Wir sollen euch den Wein zurückholen. Ich habe einen Tausch vereinbart. Er hat einen kaputten Rücken und möchte sich einen Seedornumschlag machen. Das Zeug sollte am Wasser östlich der Stadt wachsen. Holt euch etwas davon und sucht dann diesen Dieb im gesetzlosen Unterschlupf auf. Er gibt euch dann den Wein. Wenn ich in den gesetzlosen Unterschlupf gehe, muss ich Isobel für einen Moment wegschicken, weil sonst gibt's Punktabzug. Wir finden den Seedorn und tauschen ihn gegen euren Wein. Weil Isobel mag das nicht, wenn wir gesetzlosen Unterschlüpfe betreten. Und da wird sie wohl auch in dieser Quest keine Ausnahme machen. Da werde ich dann mal ganz kurz Funke rufen. Die nämlich, die mag das sogar. Die geht gerne in gesetzlosen Unterschlüpfe. Also wenn man weiß, was die Begleiter mögen und was nicht, ja, ist schon viel wert. Und er zog über die Meere so frei. Er zog über die Meere so frei. Oh, wie lang schon wartet sie dort am Strand. Oh, wie lang schon. Oh, Wer singt denn da? oh, wie lange hofft er schon, hofft auf ihre Hand. Oh, wie lang nur. Oh, Ich find's jetzt nicht ganz schlecht. Also ich finde es jetzt gar nicht mal ganz schlecht, denn das, was er da singt, der Text ergibt immerhin Sinn. Holt Wein für den Expedi. Ja, dann gehen wir mal da durch das Tor durch.
Schade, dass ich den Sänger jetzt nicht gefunden habe. Ich konnte ihn jetzt nicht lokalisieren. Meine Hafenarbeiter suchen eure Frachtfürstin Arabelle. Sie wissen, dass sie kostbar ist. Vielleicht hat der Sturm die Ankunft der Schiffe verzögert. Ich muss mich dem Auftrag widmen, für den ihr mich angeworben habt, Fürst Vaccaro. Ihr sprechen wir. So, da haben wir das Stadttor. Gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, das ist nicht weit. Okay, gut. Ja, irgendwelche Pflanzen pflücken, wenn ich das richtig verstanden habe. Heilpflanzen. Ja, damit kenne ich mich ja auch ein bisschen im Real Life aus. Ich habe eigene Tinkturen und Heilsalben hergestellt. Salben, die bei Schmerzen helfen, Wundheilsalben, solche Sachen. Tinkturen mit Weidenrinde, die... Das ist ein natürliches Schmerzmittel. Ohne Nebenwirkungen, also vom Alkohol mal abgesehen. Ja, also ich kenne mich da wirklich ein bisschen aus inzwischen. Seedorn. Eine Art Alge, die oft in Kräuterheilmitteln zur Anwendung kommt. Die Aufgabe ist auf mich maßgeschneidert irgendwie. Ich bin da auch im Real Life gelegentlich unterwegs, um Heilkräuter zu sammeln. Spitzwegerich zum Beispiel, Breitwegerich oder Brennnesseln auch. Brennnesseln, ich habe ein Dörrgerät, die tue ich auch trocknen und dann so Pulver zermahlen und in mein Brot mit beimischen, das ich selber back. Brennnesseln haben sehr viel Vitamin C. Das ist, die haben sogar anteilmäßig mehr Vitamin C als Hagebutten und das will was heißen. Und sind auch sonst heiltechnisch sehr interessante Pflanzen. Also alles andere als ein Unkraut. Das hat die Pflanze eigentlich nicht verdient, so beschimpft zu werden. Jo, und früher die Leute, die wussten, dass Weidenrinde bei Fieber hilft und bei Schmerzen. Und die haben sich dann damit beholfen. Also unsere Großeltern, die hatten dieses Wissen noch. Früher hatten sie das sogar in der Schule gelernt, solche Sachen. Aber heute lernst du ja nur noch, dass es, was weiß ich, 70 eingebildete Geschlechter gibt, herbeihalluzinierte. Sowas lernst du heute in der Schule, aber nichts Nützliches mehr. Es ist leider die traurige Wahrheit. Aber lassen wir das, sonst werde ich noch politisch. Und das gehört nicht hierher. Ach so, ich muss ja Isobel durch Funke austauschen. Obwohl, ich könnte es ja mal drauf ankommen lassen. Ich bin hier, ihr Glückspilz. Die ist einfach locker drauf. Ich lasse es mal drauf ankommen. Weil möglicherweise hat sie im Rahmen der Quest zu dem wir jetzt gehen, was zu sagen. Aber achtet mal hier oben auf den Wert. Euch heute zu sehen. 2752, ich rechne damit, dass ich gleich Punktabzug krieg. Aber vielleicht macht Isobel questbedingt mal eine Ausnahme, könnte ja auch sein. Funke hätte jetzt damit kein Problem, wenn ich da jetzt reingehe. Da, minus eins, habe ich doch gesagt. Aber die Moral dieser Leute hier ist marode. Ja, mag sein, aber gelegentlich hat die Diebesgilde auch ihre Vorteile. Immerhin kann sie Probleme lösen, ohne einen Krieg zu beginnen. Ja, das muss man auch mal sehen. Wenn ich also mit Diebesgilden-Methoden irgendwo eindringe, um ein Problem zu lösen, zum Beispiel, ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder verschiedene Gründe, warum. Also, das.
Mit Diebesgildenmethode kann man durchaus mal einen Krieg verhindern, weil ansonsten müsste man einmarschieren, um dasselbe zu erreichen, was ein Dieb möglicherweise ohne einen Krieg zu verursachen oder diplomatische Verwicklungen zu verursachen erreichen kann. Seht den armen Hals nicht an. Er wird wieder putzmunter wie ein taufrisches Kätzchen sein, sobald er sich seinen Umschlag gemacht hat. El Zugot schickt uns. Sie meinte, ihr habt eine Vereinbarung? Oh ja, gebt ihn. Au! Habt ihr den Seedorn? Gebt ihn Hals, bitte und danke. Wir sollten ihn gegen den Wein eintauschen, den ihr gestohlen habt. Dieser hat nichts gestohlen. Möglicherweise sind ein paar Flaschen Wein am Ende eines Kartenabends im Bündel von diesem gelandet. Aber, keine Zeit zum Plaudern. Hier ist der erlesene Wein aus Himmelsrand. Und hier ist euer Seedorn. Ah, danke sehr, neu gewonnene Freundin. Hals wird daraus einen höchst wirksamen Umschlag herstellen, wie es ihn seine liebe süße Mimidra gelehrt hat. Sagt dieser Ork, wenn wir das nächste Mal Karten spielen, gibt sie die Getränke aus. Aha, die Wahrheit liegt wohl irgendwie dazwischen. Die Ork hat mit ihm Karten gespielt und auf die Weise den Wein verloren. Es ist also wohl eine Ehrenschuld, wenn er hier die Wahrheit jetzt sagt. Und ich halte das durchaus für möglich. Viel Erfolg mit eurem Rückenhalt. Ja, mit Wein liegt da gar nicht so falsch. Ja, also was der braucht, ist ein Herzwein. Und den könnte man herstellen aus Petersilie, Honig, ein bis zwei Esslöffel Essig, 0,7 bis 1 Liter Wein. Ich verwende dafür nämlich Rotwein. 300 Gramm Honig verwende ich dafür. Und ungefähr so 10 Stängel, das sind so. Ja. 10 Stängel ist ein blödes Maß, ich weiß, weil wie groß sind 10 Stängel? Aber. Ja. Sagen wir mal 20 bis 30 Gramm Petersilie. Die 10 Minuten kochen, also den Honig noch nicht reingeben. Also 0,7 bis 1 Liter Wein in den Topf geben, 1 bis 2 Esslöffel Weinessig reintun, dann die Petersilie klein hacken, klein schneiden, reingeben, 10 Minuten kochen lassen, dann die Petersilie rausfischen und 300 Gramm Honig untermischen und dann das nochmal 4 Minuten kochen lassen und dann abfüllen. Dann hat man einen Herzwein, ein natürliches Heilmittel. Ja, Heilmittel darf ich nicht sagen, ein natürliches Mittel, das dem Herz gut tut. Drücken wir es mal neutral aus. Ich verwende das Zeug selber. Ja. Also, so viel zum Thema. Ich kenne mich ein bisschen mit Heilpflanzen aus. Was ist denn jetzt der Queststatus? Wir haben den Seedorn zu Hals gebracht und er hat uns den gestohlenen Wein für El Zugot gegeben. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin Kapitän Marsos Schiff unterwegs war. Das Rezept könnt ihr auch im Internet finden an verschiedenen Stellen. Und zwar müsst ihr dazu nach Herzwein suchen. Herzwein und entweder Herzwein Hildegard von Bingen, da kommt das Rezept ursprünglich her, oder Herzwein Maria Treben. Falls euch das Thema interessieren sollte, könnt ihr euch mal selber informieren. Und bitte prüft alles. Glaubt nicht einfach alles, was ihr so hört im Internet. Ja, ich könnte euch auch einen Bären aufbinden wollen. Also überprüft alles. Auch das, was ich sage. Da unten muss ich hin. Immer eine zweite Meinung einholen. Auch wenn es um sowas geht. Oder erst recht, wenn es um sowas geht. Also von den Zutaten her kann es euch auf keinen Fall schaden, denke ich. Beim Kochvorgang verkocht ja der Alkohol. Es bleibt also mehr oder weniger ja, ein Wein ohne Alkohol übrig. Mit Petersilie und Honig. Ihr habt es geschafft, ihm diesen feinen Wein abzuschwatzen? Ja, hier. Oh, hervorragend. Ihr habt mir ein peinliches Gespräch mit meinem Kunden erspart. Ich dachte mir schon, dass ihr das schafft. Also habe ich mir ihren Kurs angesehen. Kapitän Marso ist nach Kluftspitze gesegelt. Welchen Zielhafen fährt er an? Er wollte in Nordspitz anlegen.
aber Marso erwähnte, dass ein kleines Dorf gleich vor der Stadt ihr Ziel sei. Ein kleines Nest namens Nordsalz. Seid vorsichtig in Kluftspitze, Matrosin. Man sagt, über diesem Teil der Welt lauern dunkle Schatten. Wir werden vorsichtig sein. Danke für eure Hilfe. Übrigens, in dem Rezept von Hildegard von Bingen werden nur 100 Gramm Honig verwendet und Maria Dreben verwendet 300 Gramm, ansonsten sind die Rezepturen identisch. Kapitän Marso und Aurelia wollten nach Nordsalz im nördlichen Teil von Kluftspitze. Wir sollten ihnen folgen. Gut, dann... Wo ist denn der Teleporter? Nur ein Stück weit. Da oben ist er doch. Kluftspitze. Ja. Und nicht sprudelnd kochen, sondern nur leicht köcheln lassen, das Ganze. Über 10 Minuten, beziehungsweise die 4 Minuten dann. Kluftspitze. Dahin, okay. Tja. Der Khajiit wird sich wahrscheinlich was Ähnliches brauen, wie das, was ich eben beschrieben habe. Weil der hat sich ja links an die Brust gefasst, ne? Dem schien es gar nicht gut zu gehen. Ich habe ihm gerne geholfen. Seht, dort! Kapitän Marso! Kapitän Marso? Ich sehe hier nur feindliche... Ah, der ist in Not offenbar. Hallo, ich möchte gerne... Ja. Hallo? Isobel, Leki sei Dank. Schnell, Aurelia ist hier entlang. Wir sind hinter euch. Sprecht mit Kapitän Marso. Mart, Meldung. Wo ist Aurelia? Es tut mir leid, Kapitän. Wir wurden überfallen. Sie haben sie in einem Boot die Küste hinuntergeschleppt. Also. Sprecht mit Marso, Freundin. Ich halte Wache. Es ist wohl gut, dass wir nach dem Rechten gesehen haben. Die ist wirklich in Not. Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber euer Anblick erfreut meine Augen. Aurelias Mutter hat uns gebeten, sie zu suchen. Sie hat eine Nachricht hinterlassen und ist dann verschwunden. Sie hat was getan? Sie sagte zu mir, verflucht seien ihre unglaublichen Augen. Aurelia tauchte am Hafen auf und bat mich um meine Hilfe. Sie hatte Leute damit beauftragt, nach Keith Lindris zu suchen. Dem Dieb, der Isobels Ring gestohlen hatte. Sie machte sich Sorgen darüber, was er wohl alles mit diesem Siegelring hätte anstellen können. Aha, sie will das wohl irgendwie in Ordnung bringen oder wieder gut machen. Ihr wolltet etwas in Ordnung bringen, das dieser Dieb verbrochen hat? Keith hat offenbar Briefe nach Nordspitz geschickt, in denen er vorgab, für Isobels Familie zu arbeiten. Er hatte hier Schulden und er wollte sie mit Mitteln des Handelshauses Veloise begleichen. Aurelia kannte alle Einzelheiten. Wer waren diese Leute am Strand? Ich bin mir nicht sicher. Wir schafften es nicht einmal bis zum Dorf. Vielleicht waren es Keiths Geschäftspartner. Wir können die Leichen später durchsuchen, sobald Aurelia in Sicherheit ist. Wir arbeiten daran. Verzeiht mir, Kapitän. Sie haben mich überrascht. Folgt der Küste nach Südosten. Ich versorge meine Wunden und folge euch. Gut. Also er spricht gerade von den Ereignissen, die in das verlorene Spiel, das verlorene Symbol gewesen sind, das mit dem Siegelring und diesem Dieb da. Davon war gerade die Rede. Und da diese Folgen unmittelbar vor dieser Quest in meiner Playlist sind und ist es auch leicht zu finden, falls ihr das nicht eh schon gesehen habt. Deswegen halte ich die Quests ja zusammen, dass sich da diesbezüglich ein roter Faden ergibt und ihr die Storyline besser verfolgen könnt. Genau. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Ja, ich weiß, dass da ein Piratenlager ist, aber... Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Aurelia wurde entführt, als der erste Maat von Kapitän Marso versucht hat, sie in Sicherheit zu bringen. Der Maat meinte, die Piraten hätten Aurelia in ein Boot gesetzt, das sie in Richtung Südosten entlang der Küste wettruderten. Ich sollte an der Küste nach ihr suchen. Aha. Okay, da reiten wir jetzt brachial durch.
Da reiten wir jetzt wieder. Genau. Und dann lassen wir uns von den Nasen hier nicht aufhalten. Ach nö, jetzt zieht sie mich vom Pferd. Ernsthaft? Ernsthaft? Gut, das hatte ich eigentlich vor zu vermeiden. Aber gut, ich habe hier eine Schatztruhe gesehen, die nehmen wir natürlich mit. Ja, nichts Besonderes, aber 127 Gold, das ist zweimal Teleporten fast. Was, wenn ich den Verkaufserlös von den Klamotten noch mitrechne. So. Wieder im Sattel. Man kann in der Wahl seiner Feinde gar nicht vorsichtig gehen. Ja. Da sind wir im Zielgebiet. Was willst denn du? Hey, Hilfe! Na. Jetzt tun wir erstmal gemütlich Nierenwort sammeln. Na? Oh, Isabel, ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Ach was. Bindet mich los. Vielleicht ist besser, wir lassen dich hier festgebunden, dann machst du wenigstens nicht wieder so einen Unsinn. Aber gut, die Quest will's so. Aurelia, den Göttern sei Dank. Geht es euch gut? Ich bin hier, Maso. Und es geht mir gut. Dank Isobel und ihrer Freundin. Na, also Maso hat uns... Ich weiß nicht, wie ihr uns gefunden habt, aber ich bin so froh. Ich muss euch so viel erzählen. Aurelia, eure Mutter hat sich an mich gewandt. Sie ist krank vor Sorge. Oh, sorgt euch nicht wegen Mutter. Ich war auf einer Mission und habe so viel herausgefunden. Mission, ja? Spielst du jetzt hier die Ritterin oder was? Ich hatte nie die Gelegenheit, mich bei euch nach Strosmekai zu bedanken. Und schon rettet ihr mich abermals. Eure Mutter macht sich Sorgen, sie bat uns, nach euch zu suchen. Ich weiß, ich bin übereilt aufgebrochen. Aber hört zu, ich habe euch so viel zu sagen. Nach den Problemen mit Keith hatte ich eine lange Unterhaltung mit meiner Mutter. Sie half mir zu verstehen, welch großes Unheil jemand mit diesem Siegelring anrichten könnte. Kapitän Maso meint, ihr habt Leute damit beauftragt, der Sache mit dem Dien nachzugehen? Das stimmt. Wenn man sein Leben lang die Tochter des Großkomturs ist, dann weiß man, wie wichtig ein guter Schreiber ist. Ich konnte den meisten von Keefs Plänen mit ein paar Briefen ein Ende setzen. Aber er hob Gold von einem Konto in Nordspitz ab. Und deswegen wolltet ihr zum Dorf reisen? So ist es. Maso und ich wurden überfallen. Ist das nicht ein gutes Zeichen? Wir sind hier etwas auf der Spur, das spüre ich. Mutter wäre es sicher lieber, wenn ich auf der Stelle nach Hause kommen würde. Aber dieses Problem habe ich verursacht. Also werde ich es auch aus der Welt schaffen. Na, hat ja bisher super funktioniert, hä? Warum haben wir dich denn retten müssen, wenn du hier alles im Griff hast? Ich werde mit Isobel sprechen. Ich versuche, mich auf die Tatsache zu konzentrieren, dass wir Aurelia unversehrt gefunden haben. Das ist das Wichtigste hier. Dann wisst ihr es schon. Aurelia möchte noch nicht wieder nach Hause. Ja, ich weiß. Und ich kann es einfach nicht glauben. Sie war schon früher mitunter impulsiv, aber das? Umherzuziehen, als wäre sie die verdreigte Ermittlerin Vala? Sie scheint mir ziemlich selbstsicher. Das war sie schon immer. So schlecht Nilsmons Gedichte auch sind, irgendwie verstehe ich es. In mir hat sie einst auch diese Gefühle ausgelöst. Gut, sie ist eine erwachsene Frau. Wenn sie in Kluftspitze bleiben möchte, dann werde ich sie nicht wie ein ungezogenes Kind nach Hause schleifen. Was werdet ihr dem Großkomtur erzählen? Vielleicht lasse ich mich von der Ermittlerin inspirieren und schreibe dem Großkomtur einen Brief. Wir müssen einfach beide akzeptieren, dass Aurelia eben Aurelia ist und wir ihr nicht im Weg stehen sollten. Wie dem auch sei, danke. Ihr seid mir eine gute Freundin. Brief von Isobel. Ein Brief von Isobel Veloas. Wahrscheinlich etwas Persönliches, den ihr in eurem Heim aufbewahren solltet. Aha. Okay. Das wäre vielleicht das statt eines Buchs das richtige Objekt, das ich da im Haus platzieren könnte. Einrichtungsart Lesematerial. Dann kann ich mir die Nummer mit dem Buch sparen, die ich in der letzten Folge erwähnt habe. Keine Angst. Maso und ich werden uns in einem Gasthaus ausruhen und dann weitere Nachforschungen anstellen. Hast du noch was zu sagen? Danke, dass ihr mit Isobel gesprochen habt.
Ich weiß, wie das aussieht. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir hier kurz vor einer Lösung stehen. Und keine Angst, ich schreibe meiner Mutter. Sonst schickt sie den halben Ritterorden, um nach mir zu sehen. Ja. Und du? Keine Sorge, wir sind vorsichtig. Jetzt, da ich gesehen habe, wozu diese Leute bereit sind, werde ich keine Risiken bezüglich Aurelias Sicherheit eingehen. Der hält sich auch da, wo's Herz ist. Du solltest mal mit diesem Khajiit im Diebesgildenunterschlupf sprechen. Der hat ein Mittel, das dir helfen könnte. Kommt dir zurecht, Captain? Kein Grund zur Sorge. Ich fühlte mich schon schlechter nach dem ein oder anderen starken Sturm auf See. Mein erster Mart wird sich auch erholen, obwohl er sich vorerst ein paar Tage ausruhen muss. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr Aurelia so schnell gefunden habt. Dann werdet ihr sie weiter bei ihren Nachforschungen unterstützen? Das werde ich. Aurelia hat ein gutes Herz. Sie war völlig zerstört nach diesem Tag auf Strauss Mackay. Sie hat einen dummen Fehler gemacht, auch wenn sie zu stolz ist, um es zuzugeben. Sie ist fest entschlossen, das wieder gut zu machen, was sie verursacht hat. Und es ist mir eine Ehre, ihr dabei zu helfen. Passt auf euch auf. Jetzt tut sie ganz unschuldig. Pfeif, 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 pfeift nur. So, apropos Ermittlerin Vala, die hier kurz erwähnt wurde. Ich habe zwei neue Bücher von Ermittlerin Vala gefunden und ich habe ja schon mal einige Bücher von aus dieser Reihe vorgelesen. Ich möchte die zumindest mal Vala. Und zwar waren die Bücher auf Hochinsel. Sind also wahrscheinlich neue Kapitel. Vala. Ermittlerin Vala auf Wadenfell. Nein, das suche ich nicht. Ach Gott. Das ist nicht sehr hilfreich. Werke aus Wadenfell. Ermittlerin. Wieso finde ich hier nur die aus Wadenfell? Das ist ja wohl nicht richtig hier. Schalidios Bibliothek. Nee, keine Handwerksstile. Werke aus Wadenfell. Das ist... was? Gonfalon Hochinsel, ist es das? Ich blätter es mal durch und bei Interesse könnt ihr mit der Pausetaste in Ruhe das selber durchlesen. Aber zwei Kapitel waren es, die ich auf Hochinsel gefunden habe neulich. Und die müssten eigentlich neu sein. Warum finde ich hier aber jetzt die anderen Kapitel nicht, wenn ich hier in der Bibliothek suche? Das verstehe ich gerade nicht. Na, das Rätsel werde ich wohl mal offscreen lösen, weil wird dann spätestens relevant, wenn wir die letzte persönliche Quest von Isobel machen. Hier heißt Prinzessin Detektiv, da werden wir bestimmt nochmal auf die Ermittlerin Vala zu sprechen kommen. Bis dahin sollte ich das Rätsel gelöst haben, wie ich die Bücher anzeigen kann. Für heute belasse ich es mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal heißt, sobald ich 4000 Vertrauenspunkte habe. Ihr seht, wir haben 500 bekommen für diese Quest. Und bei noch 749 und wir kriegen die letzte Quest von Isobel. Sobald das geschehen ist, tue ich die nächste Folge drehen. Und ich habe vor, sie in meiner Playlist zu halten. Die müsste also dann gleich im Anschluss an diese Folge müsste sie dann in meiner Playlist erscheinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.